Ja, du hast auch höchstwahrscheinlich diesen Fehler in deinem Golfschwung. Woher weiß ich das? Aufgrund meiner 20-jährigen Erfahrung als Golflehrer kann ich dir sagen, dass 9 von 10 Golfer diesen Fehler machen, nämlich das Auflösen der Handgelenke im Abschwung. Und wie wir das besser machen, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Also bleib dran, wir starten jetzt. Meiner Meinung nach haben fast alle Golfer 2 Hauptprobleme, die sie nicht benennen können. Das erste ist die falsche Gewichtsverlagerung im Golfschwung und das zweite ist das Problem, die Handgelenke im Abschwung nicht lang genug halten zu können. Heute sprechen wir aber über Zweiteres, über die Handgelenke im Abschwung, und ich bitte dich, dass du wirklich bis zum Schluss dran bleibst, weil nur dann verstehst du dieses gesamte Konzept. In der Bonussektion hinten erkläre ich dir dann auch noch, wie du selber im Video erkennen kannst, ob du von dem Problem betroffen bist. Du kennst das sicher vom Fernsehen. Die Golfprofis schwingen so ab, dass der Winkel hier zwischen Unterarm und Schaft extrem spitz aussieht. Ja? Die Theorie dahinter ist, dass man dann diesen Winkel ganz lange hält und dann mit viel Kraft auf den Ball zuschlagen kann. Gut, ich möchte dich darauf hinweisen, dass das nur bedingt stimmt. Und zwar ist das Ganze eigentlich eine Illusion. Ich habe hier 2 Alignment Sticks. Dieser blaue Alignment Stick soll meinen Unterarm repräsentieren und der rote hier den Schläger. Ja, das schaut dann sozusagen so aus. Ich mache hier so einen rechten Winkel. Ja, so schaut das dann aus. Unterarm und Schläger, rechter Winkel. Und wenn ich jetzt beginne, diesen Teil von der Kamera wegzubewegen und immer mehr zu drehen, dann siehst du, dass der Winkel immer spitzer aussieht. Ja? Und das ist der Grund, warum das so arg aussieht im Fernsehen. Aber in Wahrheit halten sie den Winkel und verkleinern ihn nicht exzessiv, so wie man meinen würde. Wenn man die Handgelenke von einem Profigolfer mit Handgelenksensoren misst, dann sieht man, dass der Winkel hier, das Hinaufwinkeln, bei denen gar nicht so extrem ist, viel weniger als man glaubt. Viel entscheidender ist es, wie sich die hintere Hand bewegt. Und zwar möchtest du im Abschwung, dass das hintere Handgelenk, die rechte Hand beim rechtshändigen Golfer, sich nach hinten beugt, also einen Dorsalflex macht, sagt man. Du kannst es jetzt hier sehen, wenn ich jetzt das Paddel hier neben dem Schläger halte und aufschwinge, dass ich jetzt das so bewege, dass das Paddel erstens einmal von der Kamera wegschaut, also nicht zur Kamera, sondern wegschaut. Und zweitens habe ich hier einen extremen Winkel hier drinnen. Und das ist es, was diesen extremen Lag-Look, dieses Aussehen des Lags ausmacht und was dann im Endeffekt dann unten für den Treffmoment entscheidend ist. Gleichzeitig sieht man dann auch bei den Profis, wie vorhin erwähnt, dass der Schläger abflacht, sprich der Unterarm sich in diese Richtung dreht. Also er macht eine Supination, sagt man. Und das ist etwas, was wirklich alle guten Golfer in ihrem Abschwung haben. Viele Golfer, die das hobbymäßig machen, haben eher das Problem, dass sie den Ellbogen in die andere Richtung bewegen. Und das ergibt dann dieses Aussehen und macht dann große Probleme. Jetzt, wo wir verstanden haben, dass mir der Knick der rechten Hand nach hinten der entscheidende ist, möchte ich mit dir darüber sprechen, was du sonst noch so fühlen musst im Abschwung, damit dir diese Übung besser gelingt. Das absolut Wichtigste, was du mal verstehen musst, ist, dass im frühen Abschwung die Hände sich ein klein wenig gefühlt vom Ziel wegbewegen. Hier ist mein Ziel und die Hände bewegen sich ganz kurz ein klein wenig in diese Richtung. Warum ist das wichtig? Weil dadurch kann der Schläger mehr in dieser Position bleiben. Wenn ich jetzt die Hände gleich zum Ball bewege, siehst du, dass der Schlägerkopf sofort rausgeht und ich habe sofort den Winkel ausgelöst. Das heißt, du musst zuerst mal das hier ein klein wenig in diese Richtung bewegen. Das brauchst du auch nicht übertreiben. Da reichen vielleicht so 1 cm, 2 cm, einfach nur als Gefühl, dass das passiert. Dann ist absolut entscheidend, dass du, während du diese Bewegung machst, eben das rechte Handgelenk nach hinten knickst und das linke mitbeugst. Ja? Das schaut dann so aus. Ja? Du siehst auch, dass die Schlagfläche sich jetzt mehr zur Kamera hin bewegt, ja? Wenn ich hier so stehe
Und das ist das, was du möchtest in der Phase. Also weg und ein bisschen in diese Richtung drehen. Damit der Schläger jetzt abflacht, also diese kleine Bewegung macht, was jeder gute Golfer macht und was auch wirklich tolle Vorteile bringt, brauchst du jetzt ein ganz gegenseitiges Gefühl. Und zwar eben nicht das Gefühl, dass du den Winkel hältst, sondern du musst das Gefühl haben, dass du sogar entwinkelst. Tatsächlich passiert das gar nicht. Lass mich erklären. Wenn du jetzt die Hand vor dir hingibst und das Handgelenk maximal nach hinten beugst und jetzt versuchst zu entwinkeln und beobachtest jetzt, wie das Verhältnis vom Handgelenk zum Unterarm bleibt, dann siehst du, dass das Handgelenk sich eigentlich tatsächlich nicht entwinkelt, aber der Unterarm sich dreht, also diese Supination macht. Das ist der Grund, warum du eine Abflachbewegung machst. Du siehst, der Ellbogen geht mehr in diese Richtung hier. Wir bekommen all diese guten Sachen, die wir wollen im Golfschwung. Würdest du jetzt versuchen, das Handgelenk winkeln zu wollen, also in diese Richtung winkeln zu wollen, dann siehst du, dass der Schläger in diese Richtung geht, steil wird, die Ellbogen gehen auseinander und das erzeugt die riesigen Probleme, die die meisten Golfer haben. Das heißt, für dich als eine Übung würde ich ganz gerne, dass du Folgendes machst. Du stellst dich hin mit dem Schläger vor der Brust, das ist viel leichter als hier oben. Da möchte ich, dass du die Schlagfläche so Richtung Kamera drehst, du stellst davor, da ist eine. Das hast du das linke Handgelenk gebeugt, das rechte in dieser Position gebeugt. Und jetzt möchte ich, dass du mal beobachtest, was passiert, wenn du entwinkelst. Ja, dann schaust du, was passiert da. Das ist das, was wir wollen. Wenn du das so machst, in die andere Richtung, merkst du, das wird nicht funktionieren. Also es ist wichtig mal, dass du hier vor dem Körper das beobachtest, dass du verstehst überhaupt, was da passiert. Wenn du das hier vorne verstanden hast, kannst du mal aufschwingen und versuchen, das hier in dieser Ebene zu machen. Und dann bekommst du ein tolles Gefühl dafür, wie du dann zum Ball kommst. Und das ist es, wie man das richtig macht. Wir kommen jetzt zur Bonussektion. Wenn dir dieses Video gut gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dieses Video likest, damit der Kanal wachsen kann. Ich zeige dir jetzt noch, wie du erkennen kannst, ob du jemand bist, der von dem Problem frühes Auflösen des Handgelenks im Golfschwung betroffen ist. Und zwar, ich möchte, dass du dir vorstellst, dass du bis zur Hüfte in einem Swimmingpool bist. Hier überall ist Wasser. Du schwingst auf und schwingst ab. Wenn die Hände zuerst in das Wasser eintauchen, dann machst du es richtig. Taucht der Schlägerkopf und die Hände gleichzeitig ein oder gar der Schlägerkopf zuerst, dann bist du jemand, der von dem Problem frühes Auflösen der Handgelenke im Golfschwung betroffen ist. Und dann solltest du die Sachen von diesem Video unbedingt probieren. Als nächstes würde ich dich bitten, dass du dir dieses Video ansiehst. Da geht es jetzt um den Release hier unten im Treffmoment, was du mit der rechten Hand machen musst, damit es dann auch wirklich ein kräftiger Schlag wird. Also bis drüben gleich auf der anderen Seite. Tschüss.